Was geht so, liebe Leute? Hier ist euer Crash for the Vigatina mit einer weiteren Let's Show. Dieses Mal mit der Sage 2020 Demo zu Sonic Racers. Ja, hier kann man deutlich die Anspielung an Sonic Runners erkennen. Ja, dann dementsprechend los geht's. Resolution, Visuals, Max, natürlich. Moderate. Na, auf garantiert nicht. Lass mal so. So, bleibt auf Vollbild. So, sonst noch Extras. Okay, ich wollte nicht, dass es wieder zurückgeht. Gut, Solo, Normal Run. Gut, wir können Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Shadow, Silver, Blaze und Infinite. Oh mein Gott, auch noch ihn spielen. Ich bin nicht schwach! Oh Mann. Und wir können einen Buddy hinzufügen? Ja, fangen wir mal mit Sonic. Ah, wir können... Das ist also ein Buddy, ha? Huh? Get a short boost of speed when sliding. Das ist der Avatar. Fans nennen ihn Gadget. Metal Sonic, Stomp Shockwave, Destroys Batniks. Rouge, start the race with 10 rings. Knights! Get rings for performing QTE events. Oh nein, das auch noch. Cream! Airboost is floaty. Okay, man schwebt in Luft beim Air. Boost Froggy! Lock Double Jump. Okay, wir haben einen Doppelsprung oder was? Sowas macht Vector. Get rings for destroying enemies. Chip! Get up after dying from a Batnik or object. Und II start the race with a shield. Was mit Rista? All crystals are rings. Ich schätze mal, ich nehme Kriegerringe für das Zerstören von Batniks. Immer das. Ja, ready. Kann ich keinen Buddy hinzufügen? Hä? Ja, was denn? Achso, mit X. Ja, okay. Okay, das war ja bei Vector. Ja. X noch zusätzlich. Ja, das weiß ich ja nicht. Studiopolis, Mementos. Ey, das ist von Persona? Ja, okay. Atlas wurde ja von Sega aufgekauft. Das ergibt natürlich auch Sinn. Ja, also... Persona-Reihe ist jetzt auch eine Sega-IP, wie es scheint. Na schön. Fangen wir erstmal an mit Studiopolis. Let's start the race! Let's do this! Okay. On your marks. Ready? Go! Oh man, die gute alte Sonic Runners Anspielung. Oh ja, boosten! Aber anders als in Sonic Runners, da kann man auch dazwischen stehen bleiben. Also es ist also nicht auf einer wie auf einer Schiene hier rumlaufen, ohne zu stoppen. Geht gut ab hier! Oh! Oh shit! Time for some fun. Das war kam jetzt unerwartet und ich habe auch keinen Lichtgeschwindigkeitssprint aus irgendwelchen Gründen auch immer eingesetzt. Er bleibt doch nicht hängen da! Ja, das wird leider ein schlechter Rang. Aber gut, damit habe ich ja nicht gerechnet hier. Dass es einfach nicht funktionieren will. So. Da habe ich auch den falschen Knopf für den Lichtgeschwindigkeitssprint gedrückt. Okay, hat geklappt. Nice. Oh.
Das ging automatisch hier. Bam, bam, geht mir aus dem Weg, ihr Spackos. Ich liebe die Mucke, die ist einfach nur geil. Oh Mann. Ich hätte es mit einem Stampfer überwinden müssen, weil... Alter, mit den Springen ist das einfach nur, ich weiß nicht. Echt schwer, da abzubremsen. Und sonst macht das schon bislang ziemlich einen Spaß. Es wird ein gutes 2D-Boost geben mit Sonic Runners Elementen. Oh, da habe ich was verpasst. Naja, was? Ey, das war aber jetzt nicht fair. Wer hätte das denn voraus ahnen können, bitte? Oh. Ja, toll. Holen wir halt einfach noch den Ring nebenbei, wenn wir schon dabei sind. Ja, jetzt war. Ich hoffe, der Gegner respawnt wieder, weil sonst sieht es schlecht aus, sonst bleibe ich hier hängen. Was zum Teufel? Hä? Ich bleib da hängen! Ich komm da nicht mehr hoch! Weil der Gegner weg ist! Soll ich mich jetzt umbringen oder was? Das wird unmöglich sein, weil ich jedes Mal Ringe bekomme. Ist doch nicht euer Ernst! Ich wollte nicht den Level verlassen! Dass man in so eine Situation auch noch kommen muss, wo man wirklich hängen bleibt. Das finde ich echt gemein. Sowas sollte es eigentlich nicht geben hier. Das muss man schon Entwicklern. Das müssen schon die Entwickler mitbedenken. Wenn man einfach den Batnik da ungewollt zerstört hier. Ja, come on, wie mache ich den Lichtgeschwindigkeitssprint hier? Welchen Knopf braucht man dafür? Nun rennen. Und wie man das macht? Ich glaube nicht, dass ich einfach mit der Homing Attack das hier machen muss. Da sieht man ja, die Ringspur führt er hier hin. Muss da irgendwie... So, schauen wir mal. Hä? Wie macht man das? Welchen Knöpfen? Wie macht man den Lichtgeschwindigkeitssprint? Y wird denn wohl nicht für, bloß für diesen... für das Quicktime-Event hier sein alleine. Das kann man mir nicht erzählen. Da lang bitte. Oh, zu früh. So, jetzt sind wir wieder gleich an der Stelle angelangt. Ach, schade. Noch nicht schon wieder, ich fall darauf rein. Auch mit dem Ringcounter möglichst hoch halten können. Mit B-Knopf! Alles klar, es hat geklappt. Ich musste da raten, sonst wäre ich da jetzt wieder... Ah, zu früh! Nein! Was? Okay, wenigstens gab es da einen Checkpoint. Okay, nur nice. Das hat gepasst. Das ist die Hauptsache. Kommt man denn da in den Hintergrund runter zu den Kristallen hier? Oh, nice. Ja, nach oben werde ich wohl... Weißt du, nach oben werde ich ja wohl
mich schwingen lassen. Kannst du knicken. So, Mementos. You never seen it coming. Aber ich... Oh, gibt andere Musik dabei noch. Also, ich würde eigentlich mit einer anderen Karte mal spielen, zur Abwechslung. Nimm mal Tails Boy. Und mit... Was denn? So, ich muss kurz warten. Und mit Chip dieses Mal. Okay, Tails Boy. Zeig uns, was du kannst. Also ich muss wirklich in die Persona-Reihe mal wieder reinfinden. Auch er kann... Homing Attack. Überraschend. Oh, statt dass er normal fliegt, kann er diesen Dash in der Luft. Das ist mal interessant. Er kann auch boosten. Ja, kann er. Tails und der Boost. Oh. Nicht erwartet. Ja, also er spielt sich schon ähnlich wie Sonic. Schade. Ein bisschen exklusive Techniken hätte ich schon erwartet, aber das kommt vielleicht dann noch. Ja, bestimmt. Ach, verfehlt. Na, come on! Hoch da. Oh. Was ist denn? Wieso? Soll das nicht klappen? Wann soll ich denn springen, bitte? Ich will da hoch. Na, endlich hat es mal geklappt mit dem Timing. Und... Oh, come on. Das hat doch sonst immer geklappt. Wieso schaffe ich das jetzt nicht mehr? Wann? Auf welcher Millisekunde? Na also. Ja, da springe ich das aber immer. So, jetzt habe ich es endlich. Ja, da war sogar ein Schalter. Ich musste ja dahin, damit ich da weiterkomme. Oh mein Gott, das wird noch eine Qual, wenn ich das jetzt mit anderen Karten und ich versuche hier. Ja, das möchte ich auch. Hä, was? Ich habe eine Homing Attack gegen den eingesetzt. Warum hat das... Ich kenne der Vater das jetzt gar nicht. Boost wird nicht durch Ringe aufgefüllt? Das ist überraschend. Was ist das hier? Okay. Ach man, weißt du. Was ist das hier? Ach komm! Nein, nicht nochmal, Freundchen. Oh, okay, dann bin ich halt jetzt hier. Oh, ich dachte, ich könnte auf den Ketten da drauf. Nope. Na schön dann. So. Yeah. Ready. Was? Kann er das auch? Tatsächlich? Ja, ich... Warum muss man auch den Stand von demselben Knopf belegen? Ist das ein Schild? Oh, ein Schild. Was, das hält nur kurz an? Bei Ernst? Hm.
jetzt auch noch das hier. Weißt du, wofür das ist? Wird es die Punktzahl oder wofür ist das hier genau? Keine Ahnung, du. Okay. Für den Boost. Okay. Muss aber noch genau hingucken, ob das jetzt ein Laser-Wisp ist oder ob das ein weißer Wisp ist, wie Yakar. Okay, danke. Oh. Schade, ich komme da nicht mehr hoch. Mann, wenn Tails da fliegen könnte, so wie normalerweise, dann käme ich da in jedem Fall hoch. Oh nein. Na. Hallo. Nicht rein in die Stacheln. Steh auf. Da. Setz doch eine Homing Attack ein. Es ist so schwer. Wann? Wann muss ich denn... Hallo? Wann muss ich hier abspringen? Na, endlich! Oh, das Timing ist manchmal... Oh, wehe, wenn es mich wieder runtergeschleudert hätte, ich schwöre. Das Timing manchmal ist echt eine Katastrophe. Weiß nicht wann, dass da braucht es eine Millisekunde genaue Reaktion an einer bestimmten Stelle. Nur dann funktioniert es auch. Aber immerhin kann ich den geilen Soundtrack hier genießen. Hold up! Huh? What the? Persona-Finish ein! Oh Mann! Wie geil ist das denn? Oh Mann! Das gibt bestimmt bei jedem Charakter sowas! Na gut, dann spielen wir mal jetzt mit Knuckles. Aber diesmal bisschen die Studio Person, da probieren wir mal ein bisschen aus. Ja, auch er hat dieselben Fähigkeiten. Schade, dass sie die Karte hier gar nicht unterscheiden hier. Und mit Geschwindigkeitssprint funktioniert wirklich nur bei Ring in der Luft, wie es scheint. Man hat den Drill Move hier drauf. Aber schade, dass sich jeder Charakter so ziemlich gleich spielt. Das finde ich schon echt schade, weil das nimmt einen wirklich die Abwechslung weg. Ja, wollte gerade sagen. Ja, da muss ich ja sowieso lang. Ich habe das mal ein bisschen abgekürzt hier. Was soll das denn? Ich glaube. Probieren mal die anderen Karte raus, wie sie so aussehen hier. Aber sie kann auch nicht ihren Pico Pico Hammer hier verwenden, ne? Wenn man boosten. Da stampft sie mit ihrem Hammer darunter. Ups, da geht's nach unten. Ja, es sind halt nur zur Vorstellungszwecke. Es sind eigentlich, die spielen sich eigentlich alle gleich. Es ist schade, dass da keinen Unterschied gibt. Das finde ich wirklich blöd gemacht. Wie sieht eigentlich hier Homing Attack aus? Ja, natürlich. Wie ihre Tricks aus Sonic Advance. Oh,
Ist eigentlich kein schlechtes Spiel an sich, aber... Da muss man rechtzeitig loslassen, wie es scheint. Darf es anscheinend nicht gedrückt halten. Shit! Ach. Rote. Schild zerstört sogar die Gegner so richtig. Wo ziehst du hin, Amy-Line? Jetzt aber. Ja gut, ich darf jetzt nicht Großes erwarten. So, Shadow. Zeig mal mit Gadget, was du so drauf hast. Natürlich mal wieder so richtig. Oh ja, da gleitet er natürlich so richtig. Also Shadows ist wirklich schon ziemlich cool. What? Moment. Oh. Oh. Nicht schlecht. Na, immerhin hat der Teleportationsmove drauf. Das ist schon mal was. Das mag ich schon bei Shadow. Ja, also hat was. Und jetzt noch. Silver Blazing Infinite. Okay, Silver. Darf der mal zeigen, was er drauf hat mit Metal Sonic. Was für ein ungleiches Duo, ey. Aber irgendwie klingt die Stimme auch ein bisschen zu übersteuert. Ich weiß nicht, ob die gevoice-acted sind von Fans. Da müssen die Entwickler auch noch arbeiten. Bessere Mikroqualität. So. Kann B jetzt nicht direkt einen neuen Move einsetzen. Kann überhaupt irgendwas Spezielles, weil... Nicht unbedingt. Ich kann da nichts Neues feststellen bei Silver. Aber das Sprite sieht nice aus. Schön zu wissen, dass es auch für Silver so eigene animierte und erstelltes 16-Bit-Sprite gibt. Ich würde mich wünschen, dass Sega auch ein weiteres 16-Bit Sonic rausbringen würde. Aber jetzt, im modernen Sonic-Stil. Aber ja, diese Sprunganimationen sind ein bisschen komisch aus, daran muss noch gearbeitet werden. Ja, kann leider keine eigenen Fertigkeiten so unbedingt, nur Shadow ist da wirklich der flexibelste Charakter. So, Blaze the Cat, jetzt zeig mal was... Oh ja, mit Cream natürlich, gemeinsam. Wirklich gevoice-acted. Oh, übersteuert. What the? Das ist mal eine Laufanimation. Natürlich ihr Axel-Tanz. Sieht so grazil aus, wenn sie den macht. Natürlich hier Sonic Rush Sound, also Boost Soundfile. Gefällt mir. Also es hat auf jeden Fall was. Oh! Ups. Da ist wieder verpeilt. Lass mal das. So. Als letztes haben wir noch Infinite. Tun wir den mit Rouge zusammen. Du kannst nicht alle Body-Fähigkeiten zeigen, aber schauen wir mal. What would you like your epitaph to read?
ja, deutlich gevoiced. Ich glaube das nicht, dass es in Sonic Forces vorkam, dieser Dialog. Natürlich mit dem Phantom-Rubin-Effekt. Auch schön, dass von Infinity ein 16-Bit-Sprite existiert. Alter, aber das geht manchmal ein bisschen in die Ohren, ich weiß nicht. Das ist ein bisschen zu viel, diese übersteuerten Töne. Ein bisschen zu viel, das muss geändert werden. Muss man noch verbessern. Oh, und vor allem, wenn man da gedrückt hält, dass man dann nach dem Geschwindigkeitssprint nicht direkt runterfällt. Das muss auch noch verbessert werden hier. Ja, okay. Ja, das war erstmal Sonic Racers. Ja, ich könnte natürlich auch diese Animation zeigen, wo... Also diese Abschlussanimation mit den anderen Charakteren zeigen, aber ich... Oh, ich bin jetzt ein bisschen fertig von dem Spiel, weil es spielt sich an sich ganz gut, nur... Das Lichtgeschwindigkeitssprint muss verbessert werden, dass wenn man gedrückt hat und wenn man den beendet, nicht gleich sofort runterfällt. Also nicht gleich sofort den Stampfer einsetzt. Und diese... Und es muss ein klares Zeichen dafür geben, wann man abspringen muss von diesem Trapez, glaube ich, heißt es, ne? Ich glaube. Wo man halt... Wo man herumschwingt. Ihr wisst schon, was ich meine, wo ich da so Probleme habe. Ja, das, da muss auch noch was getan werden dafür. Aber ansonsten hat es mir ganz gut Spaß gemacht. Aber was meint ihr? Wie findet ihr das Spiel? Vor allem diese Persona-Anspielung ist cool. Gerade wirklich... Das passt wirklich und ist irgendwie ironisch, weil ja, wie gesagt, Atlus, die Firma hinter Persona, schon von Sega aufgekauft worden ist. Dementsprechend gehört also jetzt Persona zu Sega. Ich hoffe, die werden dem Franchise auch gut tun. Ich meine, ich hörte vieles, viel Gutes von der Persona-Reihe. Auch Persona 5 kommt sehr gut bei den Leuten an. Und... Ich werde auch mal gucken, ob ich dann wirklich die Persona-Reihe mir irgendwie besorgen kann, weil Persona 5 könnte ich mir auf jeden Fall besorgen. Es gibt ja auch eine Spezialvariante, diese Royal Edition, oder wie sie auch heißt. Keine Ahnung. Oder Gold Edition. Mit zusätzlichen Extras. Also für diejenigen, die Persona 5 das Original noch gar nicht gehabt haben, könnte ich mir besorgen. Und ist bestimmt auch aufwärtskompatibel für die PlayStation 5. Das ist aktuell für PS4 verfügbar, aber... Mir wäre es lieber, ich könnte es auf der Switch spielen und das heißt, es ist ein Switch-Port geplant. Ich hoffe, dass da wirklich einer rauskommen wird. Hoffe ich mal. Und ansonsten weiß ich, dass es auch Persona 4 Golden, ja, Golden heißt es, Persona 4 Golden gibt's für PC. Aber Persona 1 bis 3, weiß ich noch nicht, es gibt sogar Spin-Off-Titel davon. Brrr. Die Persona-Experten unter euch sollten mir da wirklich mitteilen, was ich jetzt per Persona wirklich spielen sollte und wie wie ich es mir besorgen kann. Ich könnte mir natürlich darüber noch ein bisschen informieren, aber wenn ich schlecht wende mit deinen Kommis ein bisschen erstmal schon eine kleine Hilfe geben könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Download-Link wie immer in der Videobeschreibung und wir sehen uns dann wieder beim nächsten 2020 Titel. Also danke für eure Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen und tschüss, Leute! Now you know.